Helm auf und ja, der Transformers bleibt auf jeden Fall hier. Und nun nehmen wir diesen Roller mit. Ich habe meinen Kanister und die Ventilflüssigkeit hier drinne. Und ja, wir fahren jetzt hoch und werden den anderen Roller fertig machen. Das heißt, Sprit auffüllen, ne? Das ist die Flüssigkeit rein. Und dann nehmen wir auch den 700er mit. Es ist soweit und die Sonne scheint sogar, wo ich ganz froh bin, aber es ist recht frisch, also es ist nicht so warm, aber trotzdem noch angenehm. Gerade nach oben guckt, oder ich mal gerade nach oben guckt, da oben ist auch, ne? Das ist eine schöne Aussicht, oder man hat hier eine schöne Aussicht auf den Wald. Und ja, das ist alles, also kann man sagen, ist wirklich mit Wald umgeben, und das macht Gewerzagen eben auch aus, ne? Ja, ich denke mal, das ist auch, warum Leute gerne hierher ziehen, weil hier ist noch wirklich sehr viel Wald, die Umgebung ist sehr schön. Eigentlich kann man da nichts falsch machen. Sind wir. Schlüssel habe ich schon eingesteckt und den nehme ich mal zur Seite. Den Schlüssel habe ich auch schon parat und ja, den nehme ich jetzt mal ein Stück nach vorne und dann füllen wir natürlich auch alles auf, was ne, an Sprit jetzt hier reinkommen muss. Ja, und dann geht's
mit diesem Roller munter weiter. Was hier dran gut ist an diesem Roller, dass der Tank hier drunter ist. Ne? So kann hier weiter kein Wasser dran und nichts. Jetzt werde ich erstmal, wenn ich nicht alles hier runterschmeiße, Benzin auffüllen. Erstmal ein Teil, wie gesagt, ich hatte den anderen Sprit schon rausgenommen, weil ich ja nun das auch vorhatte, dass diese Flüssigkeit für die Ventile hier reinkommt. Deshalb kommt jetzt erstmal ein Teil Sprit rein und ich fülle den Ventilreiniger, ja, die Hälfte der Flasche nur auf, nicht zu übertrieben, weil das ist normalerweise eine ganze Flasche für ein Auto und deshalb muss man ungefähr das Maß nehmen, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Schauen wir mal, ich nehme mal die Tülle hier ab und mal gucken, ob sich das denn öffnen lässt. Das ist immer eine ganz schöne Qual mit diesen Deckeln. Aber letztendlich habe ich den Deckel jetzt schon mal ab und öffne jetzt das Zeug hier. Das lege ich mal kurz hier unten hin und schraube mal. Ach, da brauche ich glaube ich gar nicht das Teil. Das kann ich sogar so eingießen. Aber wie gesagt, nur die Hälfte, das reicht. Das ist gut, das reicht Menge hin. Deckel drauf und jetzt mit Benzin wieder auffüllen das Ganze. Machen wir den Tank mal voll. Mal zwischendurch lieber gucken. Bisschen darf noch. Hier waren übrigens 5 Liter drin. Ja, das reicht hin. Der Tank ist recht voll geworden. Es war ja nicht der komplette Sprit draußen, aber es war ein großer, großer Anteil draußen. Deckel drauf. Einmal runter und Zündschlüssel. Wenn man nicht immer alles verlegen würde. Mal gucken, was sagt denn die Batterie? Ja, das habe ich befürchtet. Kickstarter. Na. Prima. Nun stehe ich hier und was mir gerade aufgefallen ist beim Schieben, ich hebe jetzt mal den Roller an. Das Vorderrad dreht sich vorwärts schlechter als rückwärts. Mal gucken, wenn ich jetzt unterwegs bin, ob sich das einpendelt. Ansonsten Bremszylinder runter. Tja, dann geht's mal los. Also ich bin der Meinung, ja, irgendwie bremst es vorne. Entweder muss ich entlüften oder der Sattel ist etwas fest, weil er läuft glaube ich nicht frei. Das werde ich dann gleich sehen.
spätestens, wenn ich dann zu Hause bin und nochmal am Rad drehe, ob das Rad sich frei gemacht hat oder nicht. Ich habe eben mal richtig reingebremst. Also die Bremse ohne weiteres super gut. Wie man es merkt oder mitbekommt. Na, die hat auch Augen nur für die Straße gerade. Ist ja ganz gut, aber die übersieht ja hier noch Leute. Ja, wir fahren mal ein paar Meter, um zu sehen, ob sich das Ganze noch befreit. Ich habe jetzt noch mal angehalten und will jetzt noch mal testen. Ja, okay. Naja gut, aber das muss ich im Auge behalten. Das sollte schon freigängig sein, das Rad. Und nicht bremsen, ne? Ich mache jetzt nochmal einen Bremstest. Ja. Okay, das kann sein, dass jetzt über die Standzeit, dass sich das so ein bisschen festgesetzt hat. Na, so soll es sein, wenn es wieder gängig wird. Was meint ihr? Bringt es was jetzt mit dem Ventilreiniger oder nicht? Bis jetzt sehe ich keine Wolke, aber ich meine, so schnell kann das Zeug hier nur auch nicht arbeiten. Aber das wäre schon krass, oder? Wir schauen mal. Ich betätige jetzt echt extra vorne die Bremse öfters. So kann ich oder merke ich, ob sie gleich freigängig ist oder nicht. Roller lässt sich auch wirklich sehr gut fahren. Das muss ich schon sagen. Der fährt wirklich schön. Von daher lohnt sich auch der Aufbau und alles nochmal. Eben nach und nach. Ich habe ja nicht nur einen Roller, aber ich möchte am liebsten alle Roller gleichzeitig fahren. Manchmal zumindest. Jetzt muss ich mich natürlich wieder ein bisschen umorientieren, weil ich setze ja hier mit diesem Roller ein bisschen schneller auf. Ne? Das heißt, in den Kurven setze ich mit dem Ständer ja auf. Das war mir vorhin gar nicht oder noch nicht bewusst. Jetzt weiß ich es wieder. Wir fahren hier gerade wieder einen Berg hoch. Ich gebe jetzt mal Vollgas und möchte mal sehen. Also ich sehe hier nichts groß an Wolke hinter mir, aber was nicht ist, kann noch werden oder wie auch immer. Ich muss schon sagen, gut, es geht immer noch bergab, aber horcht mal. Wie schnell der nach oben dreht. Oh, jetzt hat er mal geknallt. Das erste Mal, dass er eine Fehlzündung gemacht hat. Ich glaube, vorher waren noch nie welche. Also ich habe, glaube ich, noch keine gehört. Irgendwann ist immer das erste Mal. Wir können es ja noch mal testen. Jetzt scheint wieder alles im Gleichgewicht zu sein. Nun geht unsere Fahrt auch so langsam zu Ende. Aber ich gucke zu Hause natürlich noch mal nach der Bremse und lasse es euch natürlich auch wissen. Von daher wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Dienstag. Also bis dahin, Leute, habt euch wohl und immer am Ball bleiben. Tschüss.